goldener Seidenumhang. Spüre einen verzauberten Webstuhl. Oh, okay. Dann wieder Sachen einzurichten. Der kommt dann wohl hier in die Ecke. Aha. Jetzt brauchen wir die Lampen daneben. Statue. Die muss hier bei den Tierwesen nehmen. Die Vogelstatue. Jobberknöllstatue. Kommen die hier vor den Eingang stellen? Und hier so. Wo waren denn die Lampen? Nur noch gleich, was man webt. Ein Tisch. Ne, der passt doch hier hin. Ausrüstung hat automatisch einen Hauptwert, der offensive oder defensive. Magische Materialien können genutzt werden, um den mit dem Webstuhl einen zweiten Wert hinzuzufügen oder zu verbessern oder deine Ausrüstung Eigenschaften zuzuweisen.
Mehrere kleine Verbesserungen können deine Kampfkraft beachtlich verstärken. Neue Zielwesen können bauen, gefunden oder in Aufträgen freigeschaltet werden. Neue Eigenschaftsrezepte können in Banditenlagern gesammelt werden. Okay. Ich glaube, das haben wir eh gerade nicht an. Wir wissen einfach mal das, was wir können. Nee, das haben wir jetzt zwar nur verbessert. Grüne oben müssen wir noch verbessern. Grün ist die übertragen. Ach, wird hier glaube ich sogar angezeigt, was wir anhaben. Okay. Ein Teppich von Barnabas, der Bekloppte. Warum heißen so viele Bekloppte hier? Dieser Wandteppich stellt den törichten Versuch des Zauberers Barnabas, des Bekloppten, da Trolle für das Ballett auszubilden. Okay, das ist wirklich bekloppt. Man stelle sich nur die Auswirkungen auf die Kunst vor, wenn er Erfolg gehabt hätte. Aha. Okay, wir haben die Quest noch aktiviert. Füge einem Kleidungsstück eine Eigenschaft hinzu. Okay, müssen wir nochmal zurück oder was? Sieht ja mysteriös aus mit der Gewürze. Füge ein kleines Stück in der Eigenschaft hinzu.
können wir das denn machen? Müssen wir jetzt nochmal zurück? Das hätte man mir nicht zeigen sollen. Eigenschaften begutachten. Kommandenschutz. Auf die Handschuhe. Das hier rücken. Großartig. Schön. Das sollte ich dir zeigen. Den Webstuhl benutzt. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Diek ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Danke für deine Hilfe, Diek. Zäune. Das brauchen wir da noch nicht. Hier platzen wir noch einen Raum. Und was anderes können wir da, glaube ich, noch nicht pflanzen. Außer einen Raum. Da müssten wir Samen für kaufen. Powertränke kann ich gebrauchen. Ein bisschen Lipdam für die Kämpfe. So, das wollte man nicht. Das Gehege wollte ich. Nicht die Rückwand. Ich
können wir wohl doch nicht wieder. Nicht die Rückwand, du Troll. Wird die Form ändern. Scheint nichts zu werden. Okay, jetzt mal die Quest nachgucken. Wir haben noch viel zu viele Sidequests. Das wäre mal spannend, um die Zauberstabgriffe zu bekommen. Könnte noch mal machen. Ach so, das ist woanders. Dann mache ich heute noch mal und versuche mich da noch mal. Ich hoffe, da diesmal was zu finden. Zwei Bücher müssten da noch rumschweben. Ich teste aus Versehen noch die Trankentsätze. Ich wäre ein fantastischer Treiber. Ich habe kurz reingeschaut. Ich würde doch gern noch mal im Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Mal zu gucken, ob ich dort die. Also meine Tierwesen, liebe Freundin. Treffen. Okay, Augen auf nach fliegenden Büchern. Zwei müssten hier noch irgendwo sein. Eins müsste hier noch irgendwo sein. Thank you.
Wo bist du jetzt, das Buch? Ich will die Quest nicht mehr abschließen. Laut schreien, Juno, wenn du siehst. Fliegendes Buch. Sein wie Zaubern. Warum begreifen Schüler das nicht? Professor Black, dürfte ich ein Zauberverbot in der Bibliothek vorschlagen? Jemand hat sich in die verbotene Abteilung geschlichen. Und Cressidia Blum scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten, in der sie ihr neues Beschwörungsformen übt. Das ist äußerst störend. Man könnte Peeves im Vergleich zu solchen Personen als zahm bezeichnen. Aha. Das sagen bitte erst, nachdem ich die. Aha, ich sehe dich. Ich sehe dich. Das musste ich nur kriegen. War doch hier oben und so. Das ist das Letzte. Na bitte. Ich sollte sie zu Cressida bringen. Hast du schon mein Tagebuch gefunden und mein... Hallo Cressida. Ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh. Danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Ach, nee. Hier. Tja, Lektion gelernt. In nächster Zeit werde ich sicher keine Zaubersprüche mehr in der Bibliothek üben. Gut, mal sehen, was da schiefgegangen ist. Vielleicht sollte ich mein Latein etwas auffrischen. Zum Glück gibt es noch vertrauenswürdige Leute. Ich würde nicht wollen, dass jemand mein Tagebuch liest. Der versprochene Zauberstab. Dings. Aha. Den gibt's auch noch. Das sieht ja mal edel aus. Ich nehme den hier. So, dann steht das nächstes an. Das große Hauptquest. Im Schatten des Anwesen. Das bedeutet wahrscheinlich. Der Pulse auf einen Levierten und Gegner, das kriegen wir auch noch hin unterwegs. Sichtbar Trank werden wir erstmal lassen. Über in der Nähe der Zinn, das Fliegen, über in der Nähe des Kindes, tun das Fliegen.
Hast du Momentum gebrochen? Okay, wir machen Arresto Momento, dann machen wir. Und unterwegs auf dem Weg zu der Quest können wir mal. Wir müssen uns merken, dass wir Leviosa und dann die Prüfung einsetzen. Leviosa und die Prüfung. Allerdings nehme ich mal lieber den hier noch mit dabei. Wenn es noch ein Vierriebe ging, brauchen wir den hier. Hier waren wir doch schon mal, oder? Ja, natürlich. Aha. Die Luftballons. Ich hoffe, wir haben jetzt mit der letzten Quest, die wir gemacht haben, nicht ausgelöst, dass wir überall in der Landschaft Wasserleichen rumlaufen. In Feri. Das wäre äußerst ungemütlich. Und jetzt in jedem. Bei jedem Weg nach Hogsmeade. Ich glaube, wir machen die falschen. Und kaputt, aber ist ja auch mal gut zum Üben. Da kriegen keine Punkte dadurch. Wenn die blauen sind, die wir kaputt machen müssen. Na, da drehen wir noch eine extra Runde. Was mit den Blasen auf sich hat. Das würde ich gerne mal rausfinden. Blasen. Früher oder später müssen wir diese
Rätsel werden jetzt auch noch lösen. Na bitte. Aber da brauche ich ein bisschen Konzentration. Ein großes Banditenlager hier. Das sieht ja interessant aus. Jetzt was von oben zu geben. Aber wir wollen jetzt erstmal hier hin. Da sehe ich schon den ersten. So schnell. Oh, da drüben ist die Windmühle, die wir dauerhaft auf dem Ladescreen sehen. Also früher oder später auch noch mal hinkommen. Ja, das Kunstfliegen muss ich nochmal üben. Das zieht auch eine Strecke auf dem Weg zu fliegen. Ich kann es ja prinzipiell. Okay, das war noch eine Ebene zu hoch. Ja, Mai. Wie oft wollen wir da noch durchfliegen? Und dran vorbei. Okay. So halt. Nummer 5. Genau so. Und wieder zurück. Dieses Lager gefällt mir. Ich habe genug von Feldkraft. Nein, das Lager ist mir zu viel gerade. Da sind zu viele Schurken drin. Früher oder später werden wir da noch mal hin müssen. Und für den Moment. Wie deprimierend. Nicht geschafft dahin. Dann halt nicht. Den Schienen entlang. Auf den Boden. Ach ja, dieses Gefühl von Freiheit.
des Viadukts. Einfach großartig. Werde ich mal im Innenhof landen.